Hola! Und in diesem Level zeige ich euch, wie man ganz schnell Tomb Raider 2 durchspielen kann. Nein, Spaß, wir sind in den fliegenden Floating Islands. Schwimmende Inseln oder fliegende Inseln. Und eine Besonderheit an diesem Level ist, dass es absolut furchtbar aussieht. Also sehr konfus. Und eine weitere Neuerung. Ich weiß gar nicht, ob man es hören kann oder sehen kann schon. Ah ja, genau. Das da. Das sind eine ganz besondere Art von Feind. Die sind sehr langsam und man kann sie eigentlich schon rechtzeitig ausschalten. Sollte man sie jedoch übersehen und sie kommen zu nahe, tja, dann sind sie sehr tödlich. Wir können das mal demonstrieren. Wir warten, bis er kommt. Ich glaube, 2 bis 3 Schläge reichen aus und wird tot. Also die sind halt extrem langsam, aber auch extrem stark. Normalerweise wäre er schon längst tot. Die sind sehr total ungefährlich. Ich wurde angelogen. Die sind gar nicht so gefährlich, wie immer alle tun. Außerdem kann man sie sehr gut mit dem M16 niederstrecken, bevor sie auch nur die Chance haben, gefährlich zu werden. Wir gucken mal in die Richtung, warten, bis er in Reichweite kommt und dann knallen wir ihn sowas von ab. Das könnt ihr aber glauben. Da ist er. Wir warten, bis Lara ihn anvisiert. Und zack, tot. So. Unsere Aufgabe hier ist es. Unsere Aufgabe hier ist es. Weiter in das Grabmal des Imperators, der sich erstochen hat, vorzudringen. Ich weiß nicht, ob das nur ein Traum von Lara ist, oder ich weiß es auch nicht. Also, es ist alles so konfus hier irgendwie. Schwimmende Inseln im Nirgendwo. Es könnte wirklich nur ein Traum sein. Oh, Entschuldigung, Müdigkeit. Okay, unsere Aufgabe hier ist es, zunächst 2 goldene Plaketten zu finden. Das ist die erste. Eine Mystic Plaque heißt es, glaube ich. Müsste ich mal schauen, ob das auch stimmt. Nicht, dass ich wieder Scheiße erzähle. Und ich glaube, dass wir hier die nächste finden. Wenn die Feinde auch nur eine Gefahr darstellen würden. Was für ein Jammer. Sie stellen nämlich keine Gefahr dar. Eher eine Farce. Sie sind absolut ungefährlich. Auf dem Dach dieses Gebäudes finden wir einen Jadedrachen. Das erste Secret in diesem Level. Und das nach bereits 4 Minuten. Also könnt ihr euch vorstellen, dass dieses Level nicht so viel bietet. Ich verstehe nicht, warum der Guide immer so ausschweift.
Ups. Alter, Lara, das hast du doch vorhin geschafft. Also diesen Sprung, ihr seid meine Zeugen. Sie hat diesen Sprung doch vorhin geschafft. Now I am very confused. Why doesn't she make the jump? It's very obvious that she's... Okay. Und das war das erste Secret. Aha. Speichern nochmal ab. Schauen uns nochmal genau um. Ich glaube, wir hätten normalerweise erst hier so durch müssen. Was mega unnötig ist eigentlich. Oder vielleicht auch nicht. Vielleicht war das nötig und wir haben alles möglich. Wir haben durch diesen Sprung hier, der gar nicht möglich sein sollte, alles zerstört. Das glaubst doch nur du. Also diesen Sprung dort schaffen wir nicht. Das ist ja mal wieder sehr suspekt. Ja, ich weiß auch nicht. Ich glaube, wir haben den falschen Weg genommen, oder? Kann man hier überhaupt den falschen Weg nehmen? Es gibt nämlich keine Wege. Oh, wir schaffen es doch. Höre ich richtig? Nein. Okay. Höre ich richtig? Nein. Ich schwör zu Gott, wenn wir jetzt hier eine Plakette übersehen haben, ne? Wäre das ganz schön mistig. Ja, also da oben sind die zwei Öffnungen für die Plaketten. Für den Plug. Aber ist gar kein Problem, wir können wieder auf den Käfig rauf. Und uns dann ansehen, was wir verpasst haben. Denn ich glaube nämlich, dass die zweite Plakette hier unten irgendwo liegt. Doch ich kann es nicht beweisen. Habe ich da gerade richtig gesehen? Ja. Zwei. Dafür wurde das M16 gemacht. Oh shit. Also ich muss wohl nicht extra erwähnen, dass dieses Level ziemlich Konfuzius ist. Und wir haben kaum noch Leben, warum? Da sind wir wieder am Anfang.
The fuck, bitch? I don't get it. Oh, ein Medipack. Es gibt ja auch keinen Weg, irgendwie da in das Ding reinzukommen, ne? In diesen Käfig. Es muss ja einen Weg geben. Ich weiß, dass es einen Weg gibt, aber ich habe ihn gerade nicht im Kopf. Verzeiht mir. Ich habe ihn wieder. Ich weiß es wieder. Man muss einfach einen diagonalen Sprung machen. Oh. Hebel. Ha. Seht ihr? Ich wusste es doch, dass wir ein bisschen zu schnell waren mit unseren Sprüngen. So übereilt wie wir waren. Lara. Da ist die zweite Plakette. Ein Medikit. Achso, der ist da unten. Na, alles klar. Keine Gefahr für uns. Klingen ja sehr bedrohlich, diese Kollegen. Unsere M16 ist offiziell leer. Nun haben wir jedoch zwei Plaketten und können in die Innenstadt von Berlin fahren. Versteht ihr? Umweltplaketten? Ich höre auf. Ich höre auf mit meinen Witzen. Nein. Tue ich nicht. Das sind doch Sprünge, ne? Die sind auch so knapp bemessen. Das ist Wahnsinn. Man muss richtig im letzten Moment greifen. Sonst wechselt Lara nämlich in den Greifmodus, also in den Springmodus. Vom Springmodus in den. Oh Scheiße, ich falle nach unten und sterbe Modus. Und das ist nämlich dann doof, weil dann kann sie nämlich nicht mehr greifen. Perfekt. Perfekt. Kann ich jetzt nach da einfach so springen? Das sieht auch schon wieder so knapp aus. Nee. Es war ein knapper Sprung, aber ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Mystic Plaque. Mystic Plaque. Wie einfach jede Tür hier gleich klingt. Ein brennender Tempel. Sieht natürlich sehr imposant aus, ich weiß. Ob ich es glaubt oder nicht.
Lara. So. Hier ist, glaube ich, das zweite Secret. Oder? War das hier? Lasst mich kurz nachschauen. Secret number two. Ja. Ja. Das ist tatsächlich hier. Erstmal nehmen wir die Munition. Dann gibt es hier einen versteckten Tunnel, in den man kaum reinkommt, weil er scheiße zu erreichen ist. Aha. Bling. Und jetzt laufen wir einfach wieder zurück. Können wir das nicht? Doch, wir müssen das doch können. Wie soll man denn sonst zurückkommen? Och, das ist doch schon wieder so eine Kacke hier. Das funktioniert, das ist nur dumm. Lara, ich bring dich um. Na also. Yeah. Let's cross the bridge. Ah, ich glaube, die Tür ist verschlossen. Ja. Ist sie. Also, was machen wir? Hier ist eine Rampe. Natürlich werden wir die Rampe hochklettern. Komisch. Shit. Shit, fuck. Shit, fuck. Man hört immer, wie sie aufprallt auf dem Boden. Das ist extrem lustig. Das ist eine Zipline. Eine Zipline. Follow your instinct. Medipack. Nichts. Auch nichts. Gut. Dann können wir uns hier sicher runterfallen lassen. Liebes, wie die Viecher einfach mitten in der Luft stehen bleiben und dann explodieren. Extrem beruhigend. Aha. So. Was ist hier? What's up here? Wir brauchen die Zipline. Ich bin so dumm irgendwie, ne? So. Ist hier die Zipline? Ich glaube nämlich nicht. Nein. Let's go back.
Das ist eine Nische. Was ist denn das da für eine Nische? Komplettlösung. Green Boulder, bla bla bla, bla bla bla, grab grab. Oh, ach so. Oh, ach so. Ach so. Huh. Ach so. Na, ist doch ganz einfach. Mann, wie ich dieses Spiel manchmal liebe. Oh shit. So, das ist die Kugel, die schon runtergerollt ist. Ja, wir müssen da wieder hoch. Kacke, da. Ach komm, jetzt sind wir hier wieder gespawnt. Das wollte ich auch nicht. Danke, Core Design. Danke, Core Design. Danke, Core Design. Das macht keinen Sinn. Das macht physikalisch überhaupt keinen Sinn. So wie dieses ganze Spiel. Das fängt schon bei Laras Brüsten an. Man kann nämlich einfach hier rüber springen. Toll, oder? Mann. Programmiertechnisch ein Meisterwerk. Das war, glaube ich, richtig, ja. Das war richtig. Man musste loslassen. Weil sonst wäre man gegen die Wand geschissen. Die wollen Ärger, die Jungs. Get wrecked. Muss man da jetzt schon hin? Das Design des Levels ist einfach so unglaublich schön. Da fehlen mir ganz die Worte. Okay. Dieses Level ist so ein Brainfuck, Alter. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Aber gut. Ah, hier sind wir. Oh. Seht ihr, die Sprünge müssen einfach alle so sitzen hier, ne? Das ist ziemlich schwierig. Das ist die einzige Schwierigkeit in diesem Level. Man muss jeden Sprung perfekt setzen. Sonst ist man gefickt. Obwohl, ich hab's gerade gesehen. Erinnert mich nicht dran. Ich hab's gesehen. Verdammt nochmal. Freust du dich jetzt?
kleiner Zuschauer. Der meint, er wisse etwas besser als ich. Lag da unten nicht ein Medipack? Sollten wir holen. Oh shit. Das haben wir überlebt. Aha. Der hat uns überlebt. Nein, wir haben ihn überlebt. So. Das wäre ja andersrum, wäre so dumm. Dann wären wir ja gestorben, wenn er uns überlebt hätte. Ja, ich bin gut in Deutsch. Ich habe immer fleißig meine Bücher geleast. Geleast. Jetzt sind wir wieder hier. In Paradise City. Where the drugs come cheap. Und so weiter. Geht so der Songtext überhaupt? Ich glaube nicht. Die Zipline hat sich wieder zurückgesetzt. Schaut mal. Sie ist wieder hier oben. Okay. 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 Ich mache mir mal kurz nochmal den Guide zum dritten Secret auf, weil ich habe gerade echt verpasst, aber ich weiß echt nicht mehr, wo das ist. So, hier haben wir Lava. Da haben wir Ärger. Ich will mal was testen. Okay. Der weicht einfach unsere Granaten aus. Oh. Das ist auch eine Lösung. Die favorisiere ich. Es ist favorisiert. So. Dann werden wir jetzt wohl hier durch müssen, was? Dieses Geräusch geht mir jetzt schon auf den Sack. Lara, was machst du? Laura, was machst du? Oh. Wie soll man hier durchkommen? Nein, das kann nicht der richtige Weg sein. Unmöglich. Man kann den Block schieben.
wieder ein cleveres Schieberätsel von Core Design. Skills. Oh. Munition, sehr gut. Auch schon 30 Minuten. Naja, jetzt wird eh keiner mehr zuschauen. Kann ich mir auch einen Keks gönnen. Vorzüglich. Wahrlich vorzüglich. Sehr zu empfehlen. Und ich muss diesen Scheiße. Nee, das hat nichts verändert. Dieses Video ist gesponsert von Arco. Nee, hier kann es auch nicht sein. Ah. Ah. It all makes sense now. Ab in das Boot. In das Boot, ich meine in den Block. Also in das Loch da in der Lava. Gott, ich bin schon so fertig, ja. Schafft sie diesen Sprung? Nein. Ich glaube, wir brauchen unseren guten Freund Blocky. Das war ziemlich laut. Naja, aber während sie schiebt, kann ich mir noch einen Keks gönnen. Für all diejenigen, die Schmatzgeräusche mögen. Ach, ich bin aber auch ein Schussel. Man kann ja einfach von hier oben hoch, runter. Wieso muss ich nach Schokolade immer niesen? Bin ich allergisch? Au. Habt ihr das gesehen? Ah! Oh. Munition. Das ist physikalisch unmöglich, was hier passiert. Die Lava ist über dem Wasser. Das muss ein Traum sein. Wenn ich jetzt die Decke berühre, sterbe ich dann? Ich stelle hier wissenschaftlich relevante Fragen. Lasst mich. Nein, man stirbt natürlich nicht. Oh.
Hört, hört. Eine weitere Zipline. Schaut mal, unsere O2, unsere Luftanzeige ist grau. Ein weiteres Indiz dafür, dass es sich hier um einen Traum handelt. Ich habe vergessen, dass dort die Klingen sind. Lasst mich. Vor allem, wieso, ich habe es vergessen. Das ist überhaupt kein Anhaltspunkt, dass hier Klingen sind. Wir müssen, glaube ich, hier unter durchtauchen. Was laber ich? Da müssen wir gar nicht. Hier ist ein Hebel. Der macht die Klingen aus. You're welcome in advance. Wisst ihr, wenn sie kriechen könnte, wäre das ganze Problem gar nicht da. Aber leider lernt Laura. Entschuldigung. Schokolade im Hals. Leider lernt Laura erst im dritten Teil, wie man kriecht. Sie ist wie ein Kind. Sie muss es erst noch lernen. So. Jetzt brauchen wir den Block wieder. Oh, mein Hals. Gleich noch ein Keks. Oh, mit Nüssen. Oh. Diese Kekse sind so orgasmisch. Irgendwie immer niesen, wenn ich so einen Keks esse. Es könnte sein, dass es mein Körper ist, der sagt, nein! Hör auf! Diese Kekse sind nicht gut für dich. Aber mein Gehirn sagt einfach so, ich will aber. Was ist das da hinten? Seht ihr das? Mysteriös. Ein Hebel, kaum zu sehen. Wow. Okay, das funktioniert nicht auf der PC-Version, alles klar. Normalerweise kann man diese Penner nämlich einfach umbringen. Indem man sie vorher mit 3 Granaten beschießt. Aber das funktioniert hier scheinbar nicht. Was sind das für Kerle? Ach, das sind Ninjas, so. Diese Ninjas werfen mit Messern.
Wir springen einfach im Kreis herum und entgehen so dem Kreuzfeuer. Schaut übrigens mal, was die alles droppen, ja? Die droppen verdammt viel. Ob bloß nicht die Pistolen benutzen. Dann war der ganze Playthrough umsonst. Das bringt alles nichts, wenn man in die Lava geschubst wird. Wir nehmen in Zukunft einfach... Oh, schaut mal. Das M16. Eine stets solide Wahl, wenn man Leute schnell niederstrecken möchte. Nun reicht sie nicht mehr aus, weil die M16 jetzt leer ist. So. Alter, fast jeder von diesen Feinden droppt ein Medikit. Ist das nicht ein bisschen übertrieben? Okay. Rest in peace, ich werde das hier nicht machen. Ich nehme den Granatwerfer. Seriously, Digga. Pathetic. Oh shit, Laura, pass auf. Der ist tot oder was? Okay. Gut, haben wir die Ninja-Horde dann doch besiegt. Juhu. Hat uns ja nur ungefähr dreimal so... Gut, dass ich gespeichert habe. Hat es ja bloß dreimal so lange gebraucht, wie eigentlich erwartet. Aber... Naja. Oh. The door has been opened. Nicht gut, lauf. Wo kam denn der Ninja her? Oh fucking hell, Alter. Hätten wir das nun auch endlich erledigt. Mann. This has taken a very long time. I'm sorry. Ich sag immer ja, das Level ist mega kurz und dann ist es eine Stunde lang. Fuck my life. Oh.
speichere nochmal ab. Halt, da lag was. Nicht so nachlässig sein. 4 Granaten sind 4 Granaten. Kartoffeln sind Kartoffeln. Hä? Ach so. Could we perhaps take the grenade launcher? Alter, wie lange ist das Level denn noch? Das habe ich echt nicht so lange in Erinnerung. Es tut mir voll leid, dass ich meine Abonnenten immer belüge. Ich bin ein schlechter YouTuber. Ich sollte meinen Kanal löschen. Wir müssen wieder so einen Rückwärtssprung, Backflip, Rolle und Greifsprung machen. Und da oben nochmal. Na, das machen wir doch glatt. Oh Scheiße, das hat nicht geklappt. Scheiße! Nein! Sie ist in die Stacheln gefallen und gleichzeitig... in die Lava. Wenn das mal nicht in Rest in Peace ist, dann weiß ich auch nicht. In die Lava-Stacheln. Sie sind in die Lava-Stacheln gefallen. Das ist auch eine halbe Fingerakrobatik. Ihr hättet das mal sehen müssen. Man muss Viereck drücken, unmittelbar danach, also man muss X gedrückt halten als Ausgangsstellung. Dann muss man Viereck drücken. Dann lässt man X los, drückt unmittelbar, nachdem man 4 drückt, Kreis und muss dann sofort wieder X drücken. Das ist ein halber Daumenspagat. Aber als PlayStation-Spieler der ersten Generation kennt man den Controller besser als seine Westentasche. Wenn ich heute noch Leute sehe, die irgendwie panisch die Tasten suchen, dann denke ich mir immer so, hä? Bist du dumm oder so? Also, das denke ich mir dann nicht, aber ich sage immer so, eigentlich faszinierend, wie unbeholfen manche Menschen mit einem Controller sind. Am meisten Verwirrung stiftet immer... Ey. Die Ninjas halten Granaten aus. So, hier finden wir unser drittes und letztes Secret. Wir müssen aufpassen, dass wir es nicht verpassen. Naja gut, zurück zum Thema mit dem Control. Am meisten Verwirrung stiften immer die Leute, die dann sagen, was? Ich muss jetzt R1 drücken? Was ist denn R1? Weil diese Leute ja immer nur auf die Idee kommen, weiß ich nicht, links, rechts, hoch, runter. Das kriegen sie ja noch hin. Und die Tasten, die beschriftet sind auch noch. Also sowas wie Viereck und Kreuz und Dreieck und Kreis. Sobald es dann aber in Richtung R1 und so geht, da denken sie dann, hä, oh mein Gott. Was ist das für ein Gerät? Warum muss ich R1 drücken? Was für eine Art Alien-Gerät ist das denn? So, und nun
Ach so. Das ist ein sehr gut verstecktes Secret übrigens. Wollte ich nur mal so anmerken. Es ist nämlich hier. Und man bekommt sehr viele Granaten geschenkt. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 Granaten. Grenades. Jetzt müssen wir bloß noch nach oben kommen wieder, ne? Na, müssen wir das? Ja, moin. Müssen wir. Muss ja, ne? Oh. Herrlich. Wir müssen. We have to, I don't know. Maybe do this little shit right here? No. Definitely not. This maybe? No. Definitely not. Maybe we have to like do this? No. Definitely not. Maybe we have to like, you know, probably, ich bin verdammt nochmal clueless, aber gut. I think we have to do like this. Oh shit! Ach komm. Ach so, gut, wir haben alle Items. Gut. Maybe we gotta like, maybe if you wish you can do. Da, genau. Das meine ich. Ja, moin. Ab ins nächste Level. Ja. 38 Minuten, die im Leben. Okay. Im nächsten Level dann das Labor des Drachen. The Dragon's Lair. Sagen wir einfach, das ist der Hort des Drachens. Klingt besser als das Labor des Drachen. Das ist kein Wissenschaftlerdrache.